Schon vorbei. Ja. Den 5er und den 7er oben, die machen wir nächste Woche, dann sind wir fertig. Okay. Schade. Ich meine, nicht schade. Haben wir schon so an die Rendezvous gewählt. Ich muss sagen, ihr Gebiss war eine richtige Großbaustelle, Herr Täubler. Haben sich Ihre Eltern nie um Ihre Zähne gekümmert? Oh ja, mein Vater hat mir einen ausgeschlagen. Das war nur ein Milchzahn, die. Na, dann, wenn ich die richtigen Zähne gehabt habe, war ich eh schon im Waisenhaus. Und dann habe ich auch anders gehabt, das zweimal täglich Zähne putzen. Ja, ich muss sagen, im Grunde genommen bin ich auch allein, genauso wie Sie. Kinder hatten wir leider keine. Ja. Steht's irgendwo an, die Blonde? Na ja, na. Ich kann Ihnen gerne noch was wegschleifen, wenn Sie wollen. Na, geh, brauchen Sie mal noch schleifen, ne? Es passt schon. Na gut, wenn es irgendwelche Probleme gibt, schauen Sie einfach vorbei. Ja, und wenn es keine Probleme gibt? Dann sehen wir uns in einem halben Jahr wieder, Herr Täubler, zur Kontrolle. Okay, danke, Frau Doktor. Aber Probleme gibt es ja immer, muss ja mit den 10 sein, ne? Ja. 12:30 Uhr ist immer eigentlich sehr nett, wenn ich da plauschen und so. Danke. Bitte. Wenn wir uns Lust haben, wir könnten uns einmal, was ich, auf ein Plauschen oder so. Irgendwann, ich mein. Heute haben Sie Zeit, gehen wir Pizza essen oder so? Das wird nicht gehen, Herr Täubler. Ich sehe gar nicht wegen einem verstorbenen Garten und so. Nein, wegen Ihrer frischen Plomben. Das heißt, es erst mal 2 Stunden nichts essen. Alles klar. Na gut, du musst auch anders mal, ne? Nun?